Das finde ich wirklich gut. Dann könnte man da halt auch so Figurinen, also so Schaufensterfiguren ja eher hinstellen, anstelle von diesen Podesten. Das würde ja auch viel schöner aussehen. Also ähnlich wie bei Animal Crossing, wo du ja auch manchmal so Schaufensterpuppen hast, die dann die Klamotten getragen haben. Oder einfach eine Garderobe oder sowas halt. Es würde ja schon reichen, wenn da irgendwo eine kleine Garderobe steht und man kann sich da durchklicken durch die Sachen oder so. Kleiderstange oder Schaufensterpuppen. Genau. Das wäre schon gut. Dann wären die Plätze nicht halt alle belegt, irgendwie zur Hälfte von Klamotten oder so, ne? Wäre schon gut. So, wir haben den Kabeljau. Der ist für Oleander gedacht. Ich frage mich, ob man so spät nachts eigentlich noch in die Häuser von den Leuten rein kann. Ich glaube schon, ne? Ist jetzt 23 Uhr. Echt, du kannst sie doch noch ein bisschen in die Nacht stalken, wa? Können Leute stalken. Madame Rixia, ich danke dir für deinen Follow. Dankeschön, mach's dir bequem. Wieso willst du ausgerechnet mit mir sprechen? Ich würde dich doch bloß zu Tode langweilen. So, warte mal, ich habe dein Kabeljau. Oh, das ist perfekt, Lizzie. Hier, nimm das dafür. Blaues T-Shirt mit Knöpfen. Aha. Aha. Da fällt mir ein, ich habe, es ist gar nicht mal so schön. Ich habe noch Klamotten runtergeladen gehabt, ein paar kleine. Da müssen wir mal gucken. Da war auch so ein Katzenpullover bei, der sah, glaube ich, ganz süß aus. Können wir uns gleich mal anschauen. Aber ich gehe, glaube ich, vorher erstmal schlafen. Und ich muss gleich eine Pause machen. Wir müssen eine Pipi-Pause machen, die ist schon lange wieder überfällig. Hallöchen, Rixia. Hallo, ich hoffe, dir geht's gut. Lass uns mal eine Schlafung vollführen hier. Kitty Pullover, ja. By the way, mir gefällt Hogolive echt gut. Ich glaube, es bekommt nicht durchweg gute Reviews. Wird mich eventuell nicht so lange beschäftigen wie Dinkum etc. Aber das finde ich sogar gut. Ich finde das auch nicht schlimm. Also, das Gute ist, es ist trotzdem ja ein Spiel, was man immer wieder auspacken kann. Ähnlich wie Animal Crossing. Weil wenn einen dann wieder ein bisschen die Kreativität packt und man wieder mal Bock hat, irgendwie ganze Möbel zu bauen oder seine vielleicht doch mal wieder eine Ecke von seiner Stadt weiter zu gestalten, kann man das halt machen. Man muss halt auch sagen, dass Dinkum halt noch viel mehr anderen Content auch hatte, ne? Irgendwie. Und hier gibt es ja auch noch eine kleine Story irgendwie, aber ich glaube, die ist jetzt nicht so ewig lang. Aber die Story, die ist hier halt auch nur ein Nebenprodukt. Ich glaube, Hogolive ist halt schon eher sehr gut geeignet für Leute, die eben sehr viel an Animal Crossing, gerade was so Customization angeht, vermisst haben. Und dafür ist das Spiel, glaube ich, sehr gut geeignet. Aber weiterhin vor allem eher auch für die kreativen Leute. Weil hier treiben sie wirklich die Möglichkeiten der Kreativität, die werden hier wirklich gut auf die Spitze getrieben. Und das auf eigentlich eine. Muss ich ein bisschen reinfummeln, aber umso komplexer oder umso detaillierter man Sachen gestalten möchte, desto komplexer wird ein Spiel auch. Das weiß ich leider nicht. Ja, mit dir hat auch keiner geredet, Alexa. Jetzt habe ich die ganzen schönen kreativen Sachen verpasst. Aber Lizzie, Frage: Gibt es große leuchtende Pilze? Ich habe jetzt noch keine gesehen, aber könnte man bauen? Ich habe noch nicht gesehen, dass jemand versucht hat, die Pilze bei Animal Crossing nachzubauen. Oder so. Aber die könnte man sicher bauen. Das wäre sicher kein Problem. Vielleicht nicht so wie bei Animal Crossing, dass sie so durchsichtig sind, das weiß ich gar nicht. Das kommt auf die Teile an, die man so verwenden kann. Aber es sollte möglich sein, weil du kannst ja Lampen bauen. Ich muss Pilze bauen. Ja, geht halt alles, ne? Gibt ja sicher auch ein Pünktchenmuster und so. Jetzt habe ich die ganzen schönen kreativen Sachen verpasst. Ist nicht so schlimm. Wir haben ja hier die ganzen Bestellungen noch drin. Wir haben sehr viel Kram bestellt. Es waren sehr viele Brücken dabei. Es waren Kätzchen dabei. Was ich halt cool finde auch, wenn man die Sachen bestellt hat, dann werden alle aus einem Shop in einer Bestellung zusammengefasst. Oh, man kann die auch doppelt bestellen, sehe ich gerade. Es geht. Hat funktioniert. Die werden alle zusammengefasst und man kann immer auch die Sachen einzeln aus der Tasche holen. Also ihr müsst jetzt nicht alle vier Items gleichzeitig ins Inventar legen.
So, sondern könnt immer erstmal das auswählen, was ihr gerade braucht. Das ist auch sehr angenehm. Ich brauche jetzt die Katze. Wir brauchen die Katze, die Bosskatze. Boss no likey. Boss no likey. Boss no likey. Das ist so niedlich, Mann. Das ist so süß, oh mein Gott. Hallöchen Vanessa, ich habe leuchtende Pilze bereits gedownloadet, gibt es also. Oh, hat das schon jemand welche? Oh mein Gott. Du hast nicht zufällig noch den Creator-Code dafür, oder? So ganz zufällig. Das Farm ist bisher noch etwas clunky. Das habe ich ja noch gar nicht freigeschaltet. Ich esse die gar nicht so gerne, außer Champignons. Aber so als Deko sind Pilze so schön. Ist bei mir ähnlich. Ich mag ja auch Champignons irgendwie. Finde ich okay. Alles andere, weiß ich nicht. Finde ich immer, schmeckt immer echt komisch. Aber das wäre richtig lieb, Vanessa. Wenn es nicht schlimm ist, findest du es nicht so schlimm, aber es wäre mega. Ich glaube, sehr viele wären hier sehr glücklich über diese Pilze. War klar, dass Leute das schon gebaut haben, ey. War klar. Was war das jetzt hier für ein Laden? Ist das der Eisladen? Nee, das ist irgendwas anderes noch. Hier ist die Schaukel, die Brücke. Ah, es passen immer 5 Items in einen Brief, okay. Achso, maybe, wir haben das hier gefunden. Wir waren in einem Laden, der offenbar Stardew Valley sehr gerne mag. Das ist einfach so abgefahren. Das ist halt einfach komplett insane, dass die Leute da bauen. Das ist einfach komplett insane. Ich muss mal eben so abstellen. Guck dir dieses Schweinchen an. Es ist so süß, aber auch gleichzeitig so unfassbar cursed. Das ist einfach so süß. Oh mein Gott, I'm dying. So krass. Ziemlich großer Brief, ja. Das ist sehr groß. Kamen die Sachen jetzt doppelt oder kann man das alles nur einmal laden per Besuch? Es kam, ein paar Sachen hatte ich doppelt drin, ja. Das hat wohl funktioniert. Genau, hier ist auch der Zaun zum Beispiel. Den hatte ich ja zweimal geholt. Ja, die kam doppelt. Genau, das geht wohl. Ja, das ist schon ziemlich cool, ne? Warum das kein Lager ist, verstehe ich nicht. Also das hat die Person nicht als Lager gebaut. Das wäre eigentlich sehr gut gewesen. Finde ich. Hätte gut gepasst. Schon so. Also das Gewächshaus habe ich jetzt hier gerade nochmal so stehen, damit wir die Dekoration, die wir runtergeladen haben, lagern können, so halbwegs. Es wäre halt schön, wenn bei den Sachen, die man runterlädt, der Creator-Code dran stehen würde, ne? Damit man die nochmal doppelt runterladen kann, eventuell. Weil gerade bei... Da müsste man sich die Creator-Codes vielleicht gerade bei so Zäunen und so organisieren. Dass man die ein bisschen sich in den Ordner packt oder so, die Creator-Codes für Zäune beispielsweise. Damit man die vielleicht mehrmals runterladen kann, zwischendurch, wenn man mehr braucht oder so. Weil sonst musst du ja immer die Ressourcen dafür haben. Weil sonst kommst du ja mit den Codes irgendwann komplett durcheinander. Dann weißt du ja nicht mehr, wo du den Zaun her hattest und so. Das ist halt so ein Ding dann. Weil gerade bei Zäunen brauchst du ja mehr. So, ach genau, ich habe noch eine Frage. Ich weiß nicht, ob Alma das schon hat oder weiß. Hier ist ja zum Beispiel ein Symbol. Ach, Rotholzbäume. Rotholzbäume sind wahrscheinlich im nächsten Waldabschnitt, ne? Alma, das hast du wahrscheinlich schon freigeschaltet, oder? Die Rotholzbäume, dass du die fällen kannst? Alma nimmt auf dem BSG-Helfstuhl Platz. Sehr gut. Das ist wahrscheinlich dann im nächsten Waldstück, vermute ich. Weil ich glaube, für irgendwas waren die Rotholzbäume auch wichtig für irgendeinen Fortschritt, den ich haben wollte.
Muss zuerst die Designs fertig machen. Ja, okay, das ist. Ja, genau, das ist für den anderen Abschnitt. Genau. Ja, dann lass uns gleich mal ein paar Wege und so bauen. Ich würde aber vorher noch eine Pipi-Pause machen. Und dann würde ich euch kurz noch eine kleine Werbepause auch reinwerfen. Aber keine Sorge, ihr verpasst da nichts oder so. Ich bin ja eh auf Klo. Und dann mache ich mal eben hier kurz Pause in dem Spiel. Mache euch noch ein bisschen Musik an und dann verschwinde ich mal eben auf Toilette und mache mir auch nochmal einen Tee oder so. Und dann bauen wir gleich ein paar Wege und gucken mal, ob wir da was Schönes hinkriegen. So. Ich hau mir den mal eben in meinen Discord rein. Ey, vielen Dank, dass du den rausgesucht hast. Wirklich, ich weiß es sehr zu schätzen. Dankeschön. Das ist super, super lieb. So, ich guck mal. Warte mal, wenn ich das jetzt bewege. Also bei mir steht es nicht irgendwie mit bei. Ist das vielleicht nur, wenn die den nicht benannt haben? Oder sehe ich gerade was? Genau, das Fahrrad. Steht das vielleicht nicht bei allen bei? Ich weiß es nicht. Vielleicht kann man die Creator auch kurz auch abschalten, aber ich wüsste nicht, warum Leute das machen sollten. Neben Inventar steht das halt auch nicht mit bei. Das Witzige ist, bei den eigenen Sachen, die man gebaut hat, da steht das ja mit drin. Da stand unter meinem Tisch zum Beispiel mein Creator Code. Aber jetzt so bei den Sachen halt nicht. Wenn ich jetzt hier den Zaun platzieren möchte oder so. Da steht es nicht mit bei. Vielleicht ist es auch nur auf der Switch dann so. Oh, wir haben hier gerade doppelt und dreifach Musik, entschuldigt bitte. So. Ja, vielleicht ist das auch anders als auf der Switch. Ja, das kann natürlich sein. Das kann natürlich sein. Ah, schade eigentlich, ey. Schade eigentlich. Dann hatte ich ein Dead Brain. Zum Glück sind meine Frau und ich uns einig. 19 bis 20 Grad reichen in der Wohnung für uns. Ja, es ist halt, wenn man da ein eigen, gemeinsames Temperaturlevel hat, ist das super, ne? Ich brauch's schon sehr warm meistens, weil ich halt echt schnell friere. Das ist halt ganz schlimm. Und ich meine, dafür kann ich ja leider auch nichts, ne? Das ist halt so das Ding. Das suche ich mir ja auch nicht aus. Und dann leiden da immer ganz viele mal drunter, ne? Wenn man es selber sehr warm braucht eigentlich. Ich habe die andere Musik auch nicht wahrgenommen. Zum Glück ist die andere Musik immer dann so leise, dass man es oftmals nicht hört und die Spielmusik das übertönt. Aber wenn man da, glaube ich, irgendwann mal das mal so kurz mitbekommt, dass da irgendwie noch ein anderer Ton bei ist, ich glaube, dann kann es richtig stressen. Deswegen bin ich froh, dass ich es gerade selber gemerkt habe. Gerne und auch für Kürbis-Items, ähnlich wie die Halloween-Sachen von Animal Crossing, sehr empfehlenswert, der Code von den Pilzen. Ey, wir gehen gleich in die Stadt und gucken nach. So. Ey, das fixt mich so an mit den Pilzen. Wir müssen gleich nochmal in die Stadt fahren und den Code angucken. Aber sowas von. Weil das wird halt übel krass, ne, wenn die Leute anfangen, wirklich so Animal Crossing-Sachen nachzubauen, ne? So, die da, also keine Ahnung, dieser. Oh, kennt ihr noch den Mond? Den hatte ich auch auf meiner Insel. Ich habe doch diese Mondinsel gebaut bei Animal Crossing, wo man dann diesen riesigen Mond dann da stehen hatte. Oh, das war so schön. Weil da ist das Muster halt wichtig, ne? Bei dem Mond. Hab dann natürlich auch alles gespeichert aus dem Store. Verständlich. Am besten so einen Tom Nook nachbauen und hinstellen. Das. Also es würde mich nicht wundern, wenn Leute das schon gemacht hätten, ey. Ist. Ich meine, die Leute, die Hololive spielen, die werden auch höchstwahrscheinlich halt Animal Crossing gespielt haben, ne? Erstmal aufwachen, mehr Kopfschmerzen als zuvor haben. Prost. Oh Mann, gute Besserung, Pepsi. Und ich muss dran denken, Naruto Run zu machen öfter, weil dafür gibt es auch wieder ein Achievement. Naruto Run wichtig. So, dann gucken wir mal.
CM6M 9JRH. Hab ein bisschen Angst. Ich glaube, das wird alles wieder sehr schön da drin. Ich finde es auch mein. Der Kürbiswagen! Einfach Kürbiskutsche! Und da sind die Pilzlämpchen. Denn Coco Life erreicht auch noch nicht Animal Crossing-Spieler, weil Animal Crossing ja nur für Konsolen ist. Ja, das ist genau, genau. Also, Coco Life füllt halt die Lücke, die Animal Crossing halt auf dem PC schon seit Jahren nicht füllt. Ja, wird mitgenommen, ne? Also, was willst du da machen? Was willst du da machen, ne? Mami, ich hab doch kein Geld. Oh mein Gott, sind die schön. Alma. Alma, diese Pilze. Ich nehme da jetzt einfach schon direkt so 3 Stück von mit, ja? Oder 4. Ja, einfach. Gott, wie süß. Guckt euch das an, wie süß das alles ist. Oh mein Gott, diese Pilzgruppe. Ich sterbe. Auch mal 3 Stück von mit einfach. Und die Kürbisse, wie die gucken. Süß. Ich finde das halt mega geil, ne? Weil man dadurch halt eben auch sehen kann, wie man solche Sachen auch mal selber bauen kann dann. Weil ich glaube, wenn man diese Bauteile sieht in dem Spiel und sich denkt, oh, wie soll ich denn da jetzt schöne Sachen draus machen, dann ist man erstmal überfordert, weil man halt diese ganzen Möglichkeiten noch nicht kennt. Und dann siehst du halt das hier und denkst dir, ja, okay, mal gucken, vielleicht kriege ich das auch selber hin. Gut, wir sind gerüstet, würde ich sagen. Hatte ich die Kleinen jetzt schon mitgenommen? Nee, ne? Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich die Kleinen jetzt schon mit hatte. Hab mir gerade auch gedacht, das ist gar nicht so schwer. Nee, das sind halt eigentlich ja nur so ein paar Formen. Da musst du da halt irgendwo eine Glühbirne noch einfügen und fertig. Und die leuchten ja eh schon von sich aus. So, aber halt darauf erstmal so kommen, ne? Ist bei vielen Sachen in der Gestaltung so. Du musst halt erstmal deine Techniken und also die Technik kennenlernen und deine Möglichkeiten kennen, um selber Dinge zu tun. Krass. Überkrass schön. Okay, Vanessa hat uns gerade alle sehr glücklich gemacht, würde ich sagen. Die müssen ja auch nicht mal so aussehen wie die von Animal Crossing, weil die hier, die fügen sich ja noch besser in die Umgebung ein, ne? Weil die so natürlich aussehen. Ich glaube, wenn man alles in Form zeichnen kann, soll das weniger zum Problem werden. Ja, ja. Also ohne Scheiß, wenn ich mir Gingy jetzt vorstelle, wenn sie das Spiel spielen würde. Ich glaube, du würdest übelst halt heftigen Scheiß bauen. Und einfach nichts mehr in deinem Leben machen wahrscheinlich. Ich brauche die Spiel, Mami. Ey, mir reicht's. Ich brauche Geld für einen neuen PC. Das tut mir halt so leid, ey. Dass dein Laptop das nie, alles nicht packt, ey. Wenn ich dafür bezahlt werden würde, ja. Einfach, Gingy, einfach Geschäftsidee, ja. Du machst Hocolife, spielst Hocolife, machst Designs und verkaufst dann die Items bei Etsy einfach. Verkaufst einfach den Zugang für diesen Design, für deinen Shop bei Etsy. Ich gebe dir eine Woche, bis der Entwickler dich sperrt. Aber, vielleicht hast du bis dahin sehr viel Geld gemacht. So, genau, ich wollte ja noch nach dem Katzenpulli gucken, den ich runtergeladen hatte. Ich gebe mir 2 Stunden. Ja, ich glaube, der Entwickler reagiert schneller darauf. Kann ich mir vorstellen. So, jetzt muss ich mal eben gucken, weil diese Klamotten, die hatte ich ein bisschen früher runtergeladen. Hier ist halt sehr viel, wie man sieht. Genau, einfach immer nur für 5 Minuten Zeitfenster die Sachen gegen Geld verfügbar machen. Alter, es gibt bestimmt Leute, die sowas machen würden, ne? So shady über Twitter oder so. Lasst euch auf sowas nicht ein, falls jemand da mal auf die Idee kommen sollte, ey.
Das ist sicher nicht im Sinne des Entwicklers, ey. Oh, die können wir löschen, glaube ich. Ach, hier ist eine Quest von, ein Brief von Yara, dass man sich den zweiten Sommer vormerken soll. Die ist mir nie aufgefallen. Na toll, jetzt muss ich wieder hoch runter scrollen, weil ich die eine Nachricht gelöscht habe. Es ist sehr viel. Alter, hier ist so viel Stuff bei. Hier ist auch noch ein Weg bei. Den können wir uns gleich mal angucken. Oh, mein Spiel hängt gerade kurz. Man merkt manchmal bei größeren Items, da dauert es wirklich so einen ganz kleinen, eine Millisekunde länger, die runterzuladen. Aber das ist nicht schlimm. Hier ist noch ein Rock, den nehme ich mal eben mit raus. Das sind die Sachen von vorhin. Müssen gleich kommen. Es gibt aktuell noch kaum Creator Code Videos auf YouTube, vielleicht als Videoidee. Ich denke, da würden sich einige freuen. Es ist echt Pain, aktuell welche rauszusuchen. Stimmt, ja, das wäre eigentlich eine gute Idee, ja. Ja. Ich hätte es halt sonst immer in Discord gepackt, einfach, wenn ich gute Sachen gefunden hätte. Das Problem ist ja, dass sich die Items in den Shops halt verändern, ne? Das ist ja so das Problem, weil die Leute dann halt neue Sachen machen und sich denken, ah, das ist aber besser als das, was ich vorher gemacht habe. Hier ist noch ein Weg bei. Warte mal, meine Maus will irgendwie gerade nicht auf den Brief fokussieren. Und das macht es dann so ein bisschen problematisch, weil die Creator Codes dann oft, also die Inhalte der Creator Codes oftmals nicht mehr so aktuell sind, leider. Und das könnte dann schon echt zu einem Problem werden. Und für viel Enttäuschung sorgen. Oh nein, was ist jetzt passiert? So, da habe ich gerade irgendwas versehentlich weggeklickt. So, das waren, glaube ich, die Klamotten, die ich rausgesucht hatte. Einmal gerade Diamanten gesammelt. Meine eine Katze, die sonst immer eher auf Abstand ist, kam gerade einfach und lag in meinem Schoß. Jetzt bin ich glücklich. No. Süß. Welche Katze ist das jetzt, die dann, die immer so ein bisschen Abstand hält? Eigentlich? Wie macht ihr denn so Geld in dem Spiel? Also ich habe, glaube ich, jetzt, also ich habe jetzt ja auch nicht übermäßig viel Geld. Ich glaube durch Angeln, weil man da ja zwischendurch ein bisschen Geld aus den Schatzkisten kriegt. Mittlerweile buddel ich manchmal auch Geld aus, wenn ich halt eben Sachen ausgrabe oder irgendwie Bäume irgendwie vorbereite oder so. Dann kommt auch manchmal Geld aus der Erde, aber dafür muss man, glaube ich, vorher was freischalten bei diesen Meilensteinen, nenne ich jetzt das mal. Bei den, oh, hier steht sogar der Creator Code mit drunter bei dem Item. Bei den Klamotten steht es jetzt mit bei. Ansonsten halt eben einfach die Fische durchs Fische verkaufen und Schmetterlinge und so verkaufen. Da hat sich das halt so angehäuft nach und nach. Und durchs Quest machen halt irgendwie, glaube ich. Ja. Man kann ja auch, glaube ich, immer, wenn man geangelt hat, kann man ja auch zu Darris gehen und der gibt einem immer Belohnung dafür, dass man geangelt hat. Das kann man auch hin und wieder machen. Da gibt es auch ein bisschen Geld. Ja, genau, was Alma sagt, das ist eigentlich an sich, ne? Also die Shops ändern sich halt schnell, aber stimmt schon, manche Creator sind halt schon echt gut mittlerweile, weil die halt das schon ja Monate jetzt gespielt haben auch und dieses das ja alles schon ausprobiert haben und so. Und da, dass man bei den Creatoren halt immer was Gutes findet, ne? Ja. Da muss man aber gucken, dass man dann in dem Video den Leuten entsprechend auch einen Shoutout gibt, ne? Ich finde, das ist immer das Mindeste bei sowas, wenn man mit sowas Content macht, dass man halt auch sagt, hier, den... Die Person kennt man unter dem Namen so und so. Und vor allem,
Ich glaube, ich weiß halt nicht, ob es so gut ist, die Leute vorher nicht zu fragen. Ich glaube, ich müsste wirklich jeden Einzelnen fragen, ob ich den Creator Code zeigen darf im Video. Ich weiß es halt nicht. Ob die das dann überhaupt wollen, so. Da bin ich mir super unsicher. Ich glaube, da müsst. Was ist denn da euer so Gefühl? So müsste ich fragen. Sollte man fragen? Also ich finde es das Mindeste, dass wenn mich jetzt jemand irgendwie mit meinen Designs in einem Video erwähnt, dann wäre es schon schön, wenn ich das weiß, glaube ich. Ah, die Scottish Fold, die kommt aber jedes Mal zu mir, wenn es zum Beispiel, wenn es mir zum Beispiel nicht gut geht oder ich weine, aber es ist. Aber da sie so wie jetzt, dass sie so wie jetzt einfach zu mir kommt, kurz in meinen Schoß sitzt und schnurrt, das ist so selten. Oh, schön. Blutest also die Schätze anderer. Vielleicht. Vielleicht, Lurker. Hattest du schon die Anfrage von Oleander wegen Licht? Ich habe alles an Lampen gebaut, aber das ist wohl nicht die Lösung. Nee, die hatte ich noch nicht, leider. Die hatte ich leider noch nicht. Ich würde denken, wenn man Sachen im Shop hochlädt, muss man erwarten und würde sich auch freuen, wenn der Shop geteilt wird. Ja, ich meine, die Creator Codes, die werden ja jetzt schon geteilt. Und die Leute schreiben ja auch dazu, dass es nicht ihre eigenen Codes sind, wenn sie die irgendwo teilen. Das habe ich bei Steam zum Beispiel auch schon gesehen. Ja. Ja, stimmt. Muss ich mir mal Gedanken drüber machen. Vielleicht mache ich mal sowas. Das wäre, glaube ich, gar nicht schlecht. Gerade so auch für den deutschen Raum irgendwie. Das wäre wahrscheinlich gar nicht so verkehrt. Ja, und bei manchen Leuten, da, die habe ich ja schon, die kennt man ja aus dem Discord dann trotzdem. Da kann man dann ja vielleicht auch den Namen vielleicht erwähnen oder so. Muss ich mal gucken, ob sich das lohnt. So, einmal der. Ich habe hier einmal so einen Strickpulli, der ist halt ganz niedlich. Der ist vielleicht für den Winter ganz schön. Ansonsten ist hier noch so eine so ein Pullover irgendwie. Oh, der ist aber grüner, als ich dachte. Der ist ja grüner, als ich dachte, aber den kann ich dann vielleicht nochmal umfärben oder so, dann, wenn ich das freigeschaltet habe mit den Klamotten-Designs. Und das ist der Katzenpulli. Oh, wie süß ist der denn? Das ist kein Katzenpulli, das ist ein Eulenpulli, oder? Nee, das ist eine Katze, glaube ich. Und da gibt es so auch eine passende Hose zu. Guck euch mal die geile Hose an, ey. Aber ich finde es ganz süß. Ich glaube, ich lasse es so. Sieht halt aus wie so ein Schlafanzug, ein bisschen. Ich glaube, ich finde es ganz süß. Ich muss mal gucken, ob ich passende Schuhe habe. Ich glaube, ich habe da nichts. Ach, einen Rock hätte ich übrigens noch. Wartet mal. Wie sieht der eigentlich aus? Der ist eigentlich auch ganz süß. Aber ich glaube, zu dem Pulli passt doch jetzt doch die geile Hose am besten. Gucken wir mal eben, ob wir hier irgendwie was Passendes noch haben. Ich habe nur die grünen Schuhe. Leider. Weil die Boots passen halt null dazu, leider. Sollen wir sonst mal bei Laurus gucken? Ach, hieß der Laurus? Laurus Leanus, keine Ahnung. Bei dem Shop, bei dem Klamottenladen. Da müssen wir mal gucken gehen. Vielleicht gibt es ja gerade zufällig passende Schuhe. Ich habe übrigens festgestellt, man kann sogar hier in den Laden Sachen reinstellen. Also Dekoration, das geht auch. Oh, der Pulli ist ja süß da, vor dem Laurus gerade steht. Laurus, bitte. Der ist ganz süß. Ich glaube, den nehme ich mal mit. Den nehme ich mal mit. Der ist niedlich. Ja, und hier kann man auch Sachen platzieren. Ich kann das, glaube ich, gerade nicht demonstrieren, aber es geht auf jeden Fall. Ich hatte das irgendwie schon ausprobiert. Ich nehme mal die gelben Ballerinas mit. Ich weiß, die sind gar nicht meins. Ich hätte ganz gerne einfach schwarze Schuhe. Aber es sieht auf jeden Fall besser aus, als das, was wir jetzt haben, glaube ich. Aber so schwarze Schuhe wären schon besser jetzt.
so als Kontrast. Ich finde den Bug gut, dass man die Brillen und Hüte nicht sieht. Ist bei mir genauso. Inwiefern man sieht die Brillen und Hüte nicht, was? Bei wem, wie, was, wo? Der Pulli sieht aus wie die Transgender-Flagge, oder? Stimmt. Ja, das, ja. Stimmt, das sind die Transfarben. Süß. Ich glaube, die Reihenfolge stimmt auch. Das ist voll schön, weil es so unterschwellig ist, finde ich irgendwie. Also die Farben passen halt auch insane gut zueinander, muss man sagen, ne? Aber es ist halt so unterschwellig, finde ich. Das gefällt mir sehr gut. Ich finde ihn sehr hübsch. Den finde ich nice, aber ich mag gerade den Katzenpulli am liebsten. Den würde ich hier dem Charakter auch im Winter anziehen, also so ist nicht. Den finde ich echt hübsch. Ah, ich hätte ja noch die roten Schuhe, aber die passen ja auch nicht. Ich brauche irgendwie schwarze. Schwarz oder höchstens dunkelbraun oder so. Ich mag das Spiel immer mehr, ja. Ah, da gibt's bestimmt noch sehr viel mehr auch in der Richtung. Aber das Schöne ist, der ist halt einfach von sich aus im Shop, ne? Das ist halt schön. Das haben halt nicht irgendwelche Leute designt. So, das ist dieser Steinpfad. Der ist ja mega gut. Ich meine, sowas ist theoretisch relativ einfach selber nachzumachen, ja? Aber wenn ich mir vorstelle, diese ganzen einzelnen Steine selber zu platzieren, auch wenn man sie duplizieren kann. Ach du Scheiße, was für eine Arbeit. Aber der Weg ist gut. Der Weg ist gut. Da muss man nur wieder so richtig ultra kompliziert dann irgendwelche Kurven und so bauen. Damit das funktioniert. Ich glaube, ich packe den jetzt einfach mal hier hin. Dann ist der aus... Ach nee, der passt da nicht hin, weil hier der Weg zu Ende ist, ne? Ah, das geht dann glaube ich nicht. Ich finde allein schon, man könnte ihn halt schon direkt vor ein Haus setzen oder so. Das würde schon, glaube ich, ganz cool aussehen. Man kann ihn sogar relativ... Ja, das sieht schon cool aus, ne? Das ist schon cool. Ja, dann versuchen wir gleich mal unsere eigenen Wege zu bauen, wa? Das sieht auch gerade gut aus, weil der so ein bisschen im Boden versinkt halt und dann so ein bisschen das Gras drüber wächst. Ja, wir müssen jetzt sehr viele Items selber herstellen, also komplett selber designen. Das wird nur ein bisschen... Also da müssen wir schauen, ob wir genug Stuff haben und so. Und wir müssen ein paar Bauteile dann kaufen vielleicht. Ich muss mal ein paar Materialien mitnehmen. Ich habe auch gar nicht mehr so viel Holz. Ich habe nur 16 Bretter. Doch, 72 Holz haben wir da. Okay, Holz haben wir genug. Dann habe ich hier noch Steinplatten. Genau, ich kann meine ganzen Steine mal mitnehmen auf jeden Fall. Das geht. Ich nehme mal so die ganzen Matzen mit, die wir haben. Oh, warte mal. Oh nein. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ich war dumm. Ich war dumm. Ich hab... Oh nein, ich hab... Weil ich was gezeigt hatte, hatte ich hier dieses eine... Ich hatte doch dieses Teil platziert, wo diese Badewanne war mit dem Zaun, falls ihr euch noch erinnert. Und da waren Materialien drin. Und ich habe das Ding abgebaut. Und es kann jetzt sein, dass meine ganzen Mats, die ich gefarmt habe, weg sind. Oh, sie sind noch da drin. Ey, das ist gut zu wissen, dass es gespeichert würde. Ich frage mich, ob das eher ein Bug ist eigentlich, dass es da drin ist. Guckt euch das an. Meine ganzen Mats wären jetzt weg gewesen, Alter. Holy shit.
Oh, wir transferieren die, glaube ich, mal eben. Obwohl, ja, keine Ahnung. Eigentlich ist es auch egal. Ich lasse das Ding jetzt erstmal hier stehen. Ich muss mal eben hier ein bisschen was tauschen. Lehm sollten wir vielleicht auch mitnehmen. Ich weiß halt nicht, was wir zum Craften brauchen. Das ist halt das Ding. Ah, ich habe hier noch einen Weg, den wir testen können. Guck mal, der ist auch cool. Den hatte ich mir auch noch geholt. Der ist auch ziemlich nice geworden. Den können wir hier nur gerade nicht platzieren, weil das Ding im Weg steht. Ich schieb's mal eben zur Seite. Ja, es geht gar nicht. Ach so, wegen dem Gras wahrscheinlich. Aber wir können ihn auch da stehen lassen. Sieht auch okay aus. Man muss mal ein bisschen rumprobieren, ne? Hatte ich in Strawberry Fox sein Yellow. Achso, das wusstest du nicht. Alle Storage-Items behalten ihre Inhalte, wenn du sie abbaust. Nee, das wusste ich nicht. Das wusste ich nicht. Vielleicht kann man auch das Inventar erweitern. Achso, weil die Leute sich das dann immer irgendwo hinstellen und dann die Sache einfach mitnehmen und so. Das ist aber voll klug, stimmt. Man könnte damit dann in. Man könnte sich so ein Storage-Item mit in die Mine stehen, nehmen. Das dann hinstellen, Sachen reintun, Storage-Item wieder einpacken und dann kannst du dein Inventar weiter beliebig vollpacken mit Stuff, ne? Das ist sehr smart, ja. Lizzie, ich möchte gerne einen Rüdiger, bitte denk mal. Mal gucken, mal gucken. Das Kätzchen hat nichts mehr in den Napf. Nee, das Kätzchen schüttet den Stuff aus, den es da drin hatte. Deswegen heißt das Item ja auch Boss No Like. Das schüttet alles aus, es will das Essen nicht fressen. So, aber ich glaube, ich habe alles erledigt. Liara, Hallöchen. Ein riesiges Kekwi als Design, bitte danke. Oh ja. Boah, ich wüsste nicht, wie man das umsetzen sollte, ey. Boss like a cat, genau, genau. So, jetzt müssen wir hier ordentlich Designs machen. Keine Ahnung, wir machen was Kleines. Wir machen ja nur Dekoration im Grunde, ne? Wird auf größeren. Ich weiß gar nicht, gelten Böden dann als größere Objekte? Ach, hier ist Pfad. Hier ist Pfad. Ah, okay, okay. Man kann direkt auch Pfad auswählen. Mir fällt gerade was ein, wir müssen noch Bauteile kaufen. Hallöchen, Klavin, hallöchen. Guten Morgen. Oder guten Tag, ist ja schon Viertel nach zwei. Oder Klavine. Ich hoffe, ich habe dich richtig ausgesprochen. Klopapier. Was ist mit Klopapier? Was habt ihr mit Klopapier? Geht's euch gut? Hier, das ist, glaube ich, ganz gut. Hier, diese Holzteile. Die können wir gut freischalten. Ich meine, wir müssen eh alles irgendwie freischalten, aber. Vielleicht kriegen wir auch mal einen Zaun hin oder so. Also, dass wir einen Wege selber bauen und einen Zaun selber bauen, eventuell. Schalte mir jetzt einfach so ein paar Sachen frei hier. Das Steingedöns, das können wir, glaube ich, gut gebrauchen. Ich würde jetzt einen Steinweg bauen. Vielleicht kriegen wir auch noch einen Holzweg hin. Irgendwas Einfaches. Ne? Wir machen nichts Kompliziertes. Wir müssen ja 20 Designs machen oder 19, besser gesagt. 19 Designs müssen wir machen. Das ist ein bisschen was. Das Metall brauchen wir erstmal nicht, aber hier den ganzen Holzstuff können wir freischalten, ruhig. Den Kupferkram. Auch wenn wir dafür dann den Materialien fehlen werden. Deswegen können wir erstmal nur mit Holz und Stein arbeiten. Ich habe ein neues Tool gefunden, um in Final Fantasy XIV mein Fishing zu tracken. Jetzt bin ich wieder voll im Angelgame. Das klingt wild.
Ich will, dass du Klopapier baust. Das ist richtig und wichtig. Wir können auch probieren, Klopapier zu bauen. Das können wir machen. Ich glaube, mein Problem ist eher, dass mir für viele Sachen die Farben auch fehlen werden. Weil für Klopapier bräuchte ich erstmal auch weiße Farbe. Und die habe ich, glaube ich, gerade gar nicht. Oh ja, so Neon-Schilder und sowas. Oh mein Gott. Das wäre auch ziemlich cool. So, ich mache jetzt einen richtig einfachen Pfad, glaube ich, selber. Der muss ja eigentlich nur... Okay. Du. Können wir das nicht in den Boden reinziehen irgendwie? Ging das nicht eigentlich? Also sowas wie Bretter und so konnten wir doch richtig im Boden verschwinden lassen. Warum geht das denn hier nicht? Einrasten umschalten? Was ist denn das Einrasten? Ah. Ah, okay. Okay, das ist Einrasten. Lass es mal an. So, das Problem ist allerdings, eigentlich könnte man doch Sachen im Boden versinken lassen. Warum geht das hier nicht? Warum können wir das nicht machen? Na, wir können es... Ah! Stimmt, ich bin... Ach, ich bin so blöd, ne? Ja. Weg fertig. Mami, ich bin zu müde zum Denken. Das ist okay. Das ist okay. Oh, das wollte ich nicht. Ups. Stopp, stopp, stopp. So. Wir wollen das gerne duplizieren. Hä? Ich habe doch eigentlich auf ich bin doch auf duplizieren gegangen. Nicht löschen. Ach, RB ist du. Oh, ich bin so blöd. Ja, gut. Der Mensch ist der Fehler, ne? Der Mensch ist der Fehler. Vielleicht sollten wir nicht mit dem Einrasten arbeiten. Das ist ja. Das ist schwer zu ertragen. Das ist sehr schwer zu ertragen. Oh, kann man das irgendwie, kann man das irgendwie parallel kleiner machen? Dass er das, gemeinsam skaliert? Geht das vielleicht? Ich glaube, das Design ist mit Maus und Tastatur einfacher. Ja, ich probiere das, glaube ich, auch mal mit Maus und Tastatur, ja. Ich vermute auch. Ich probiere es mal. Also das wäre jetzt für mich auch nicht immer das Problem, muss ich sagen, da, glaube ich, umzuschalten zwischen Maus und Dings. Ich muss jetzt nur die Knöpfe wieder lernen. So. Ah, okay. WER. Ja, gut. Ich denke, das haben wir schnell drin. Ah, das ist... Nee. Sieht gut aus. Also ich wünschte, man könnte die Sachen irgendwie gemeinsam, also so richtig vernünftig skalieren halt. Also proportional. Ich glaube, ich würde den auch ein bisschen kleiner machen. Oh. Oh, das ist auch okay. Wenn wir die jetzt gemeinsam auswählen. Moment, wie geht das mit der Mehrfachauswahl? Bei T. Ist ein bisschen schnell. Bisschen empfindlich hier. Stopp! Was tust du?
Das ist mega empfindlich, holy shit. Wow, wow, wow. 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 Ding ist mega komisch. So ist okay. Das ist okay. Den würde ich jetzt noch ein bisschen drehen. So, den würde ich verschieben. Aber es funktioniert, ne? Also es geht eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Also ich glaube, da kann man echt schöne Wege zaubern selber. So, dann können wir den eigentlich, glaube ich, nochmal duplizieren. Das geht mit D. Ah, imagine, ne? Und so bauen Leute Autos. So bauen Leute Autos. Und ich sitze hier und denke mir so, alles klar, ich mache dann jetzt mal 10 Stunden lang hier einen Weg. Ist okay. Wird Lizzie den Weg fertigstellen, zufrieden sein? Das Orakel sagt, vielleicht im nächsten Jahr. Ich glaube, das ist das Wahrste, was ich jemals von diesem Orakel gelesen habe. Das ist Lizzie überhaupt im Holzweg, ja. Es gibt eine Mehrfachauswahl, ich sollte wohl mal Tee benutzen. Das habe ich bisher nicht so registriert. Ja, Tee ist mächtig. Das zeigt ja auch das hier an. Mit T bekommst du halt den Leitfaden und der Leitfaden zeigt dir, wie hoch ein Item ist im Vergleich zu deinem Körper. Das ist halt mega wichtig, wenn du einen Tisch bauen willst und so. Also das, dieses Dings hier, Menü hier ist ziemlich wichtig, ey. Auch wenn du jetzt wirklich nach einem Raster arbeiten willst und so, das ist ja, glaube ich, auch voll gut. Und du kannst halt alles auswählen, aber halt auch mehrere Teile auswählen, das geht auch. Es ist ein guter Menü. Gute Menü. So. Das Schöne ist, wir machen ja einen natürlichen Pfad. Da ist es nicht so schlimm. Also da muss ja nichts irgendwie jetzt krass proportional sein. Oh. Da muss ja nichts krass proportional sein. Das ist ja das Nice dran. Den machen wir jetzt ein bisschen kleiner. Ich glaube, man gewöhnt sich auch irgendwann dran. Es ist halt, man muss halt erstmal ein bisschen reinkommen. Aber es geht auf jeden Fall. Und man kann die Sachen noch selber ziehen. Das ist auch schön. Das geht auch. Ich würde den jetzt nochmal drehen. Ich sag's euch, das war im Early Access alles 10 von 10 schlimm. Das war 10 von 10 schlimm. Ach, das ist ja witzig. Dadurch, dass ich ja quasi den einen dupliziert habe und der, also da liegen ja jetzt zwei Holzplatten übereinander. Und wenn ich den einen jetzt drehe, sieht das halt richtig witzig aus. Ey, das ist einfach so geil. So, das wollen wir aber nicht. Das wollen wir aber nicht. Ich habe einen Stuhl gebaut, der viel zu groß ist, weil ich das nicht wusste. Ja. Ich hatte mich an den Leitfaden halt noch aus Early Access Zeiten erinnert und den habe ich dann erstmal gesucht. Orakel bekommt sogar Keks dafür, sehr gut. Das halt, ich würde, glaube ich, das jetzt auch gar nicht so lang machen oder so. Weil wenn wir länger werden, haben wir das Problem, dass wir keine richtige Kurve machen können vielleicht. Für den Weg. Falls man mal eine Kurve braucht. So, das machen wir alles so ein bisschen random hier. Dann geht das schon.
Vielleicht müssen wir das hier noch ein bisschen versetzen. Nach unten hin. Ich würde alles mal ein bisschen mehr zentrieren vielleicht. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde das Tool halt mega geil. Es gibt halt so unfassbar viele Möglichkeiten. Brauchen hier, glaube ich, mal ein bisschen mehr Varianz in der Größe, ne? Und den müssen wir drehen. Ich gucke mal eben bei den Teilen. Ah, wir haben noch so Dreiecke. Okay, nee, mit den runden Teilen kommen wir erstmal gut hin, glaube ich. So, und was wir auch machen können, wäre auch noch so einen Ast dazufügen, ne? Aber ich glaube, den lasse ich, glaube ich, lieber weg. Da. Wenn wir den so ein bisschen kleiner machen. So. Ich muss immer noch bedenken, es ist mein Erstlingswerk, ja? Es ist mein Erstlingswerk. Ich weiß nicht, ob das so gut dahin passt mit dem Ast. Vielleicht haben wir auch zu viele Holzplatten. Ich weiß nicht. Das sieht ein bisschen viel aus. Die sind sich auch viel zu ähnlich, die beiden hier. Den würde ich sogar ein bisschen kleiner machen. Die sind sich halt viel zu ähnlich. Scheiße. Oh, ich habe mich irgendwie verklickt, oder? Ah, ne. Ich weiß nicht, ob das so geil ist mit dem Ast. Vielleicht müssen wir den auch einfach weglassen hier. Machen wir es einfach so. Ich glaube, so ist besser. Vielleicht kann man den dann noch ein bisschen drehen. Und woanders hinschieben. So. Mein drittes künstlerisches Auge tut weh, aber ja, das Tool ist cool an sich. Ja, es ist halt, ich meine, wenn ich jetzt so einen Weg zeichnen würde per Hand, dann würde es halt auch besser aussehen. Aber es ist halt, ich muss jetzt ja erstmal die Tools lernen, ne? Wir machen jetzt zum ersten Mal was anderes als einen kleinen viereckigen Tisch. So klar kann man jetzt noch nicht so perfekt das Künstlerische aus einem rausziehen, was man eigentlich kann oder was ich auch eigentlich kann. Man muss es halt erstmal lernen hier, wie die ganzen Tools funktionieren und ich muss mir merken, was auf welcher Taste ist, vor allem, weil ich das jetzt ja mit Tastatur mache. Wie habe ich das denn eben gemacht, dass die im Boden versinken? Wie habe ich das denn hingekriegt? Das ging ja nicht hier rüber. Wie habe ich die in den Boden reinbekommen? Ich habe das nicht mehr im Kopf. Man eigene Props einfügen kann. Du meinst eigene Teile hier? Ich glaube bisher nicht. Nicht, dass ich wüsste. Du kannst dir halt nur ganz viele kaufen halt und dann kannst du halt damit irgendwie arbeiten. Aber ich glaube, komplett eigene Teile, das glaube ich nicht. Ich glaube, das wäre auch ganz schön viel dann. Jana Mühe, ich danke dir für deinen Follow. Ganz lieben Dank, herzlich willkommen.
Ach, mit dem Presslufthammer, alles klar, danke. Danke für deine Anregung. So, warte mal, wir machen da einfach hier den. Das ist irgendwie ein bisschen. Ah, ich hätte ihn jetzt halt gerne ein bisschen in den Boden versinken lassen. Bei manchen geht das wahrscheinlich nicht, okay. Ich weiß aber auch nicht, nicht mal mehr, wie ich das mit dem hier hinbekommen habe, bin ich ehrlich. Ging das über Skalieren? Ah ja, das ging über Skalieren. Ah! Über Skalieren geht das. Ja, das ist gut. Das ist okay. Das ist okay, erstmal. Man müsste halt zu dem Weg mehrere Varianten machen. Ne? Ich glaube, der ist schon erstmal so gut so. Farben sind ja, es ist ja auch alles total fein. Ich guck mal, ob wir noch irgendwelche kleinen Teile da hinzufügen könnten. Irgendwelche Schmankerl, aber ich glaube. Ja gut, wir hätten halt hier noch Blätter und sowas, aber die müsste man dann extra färben, ne? Das wäre halt dumm. Die müsste man extra färben. Aber so, der Ast ist erstmal okay da drin. Dann würde ich einfach von dem Weg noch ein paar, noch eine Variation vielleicht machen. Eventuell. Ich konnte jetzt bei der Giraffe Büsche kaufen, habe das nur zufällig gesehen, dass das was anderes ist als Tannen. Oh, das ist gut. Es liegt nicht an deinem Weg, eher an dem Lag an Variationen im Propet-Set. Ah, okay. Okay, ja, nochmal. Okay. Boden wegreißen, einbetonieren, ja. Genau. So, aber ich finde das gut. Ich finde das gut. So, dann können wir davon ein Bild machen. Ich glaube, es ist. Wir müssen halt ein Bild machen, was gut, also wo wirklich gut erkennbar ist, was das macht, ne? Was der Weg kann. So. Das heißt, wir gehen dafür auch sehr nah dran, machen einen kleinen Winkel hin irgendwie, aber an sich. Ist das jetzt so der Weg? Obwohl eigentlich habe ich den ja so gebaut. Also eigentlich ist er ja so, ne? So müsste man die Kurve machen, quasi. Vielleicht kann ich gleich das Design, wie wir es haben, dann so drehen insgesamt, dass wir so eine kleine Kurve hinkriegen. Aber ich würde sonst, glaube ich, erstmal so kopieren am besten. Also so ein Bild von machen. Dann weiß ich, okay, das ist halt eben so gerade. Pfad. Umbenennen. So. Keine Ahnung, wie nehmen wir das Ding? Pfad. Baumstumpf. Keine Ahnung. Ich glaube, es ist sinnvoller, es halt auf Englisch zu benennen, ne? Damit, wenn ich den in meinen Shop packen sollte oder so, damit Leute sich den ziehen können, falls sie den haben wollen. Dann kann das jeder lesen irgendwie.